Oh yeah, Elektroschrott. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Wen verarsche ich? Entschuldigung, aber Frauen interessieren sich genauso sehr für mich in der gymnasialen Unterstufe. Das Leben ist hart. Okay, Jungs. Ihr erinnert euch, Schlangenbad wird gebaut, ja, dieses Ding hier. Und in dieses Ding hier kommt nicht nur so hier mal Platzhalter, Symbolfoto, blaue Flüssigkeit, die Schlangenmatten-Elektronik ran, sondern wir brauchen auch noch 5 Volt für die Schlangenmatten-Elektronik. Und da hatte ich ursprünglich ja mal sowas vor, ich habe schon wieder und gesagt, ach, schrecklich. Da hatte ich ursprünglich mal sowas vor, da wollte ich ein sogenanntes Open-Frame-Netzteil reinsetzen, also sowas, was kein Gehäuse hat. Ist ein bisschen suboptimal, weil es halt auch nicht berührungsgeschützt ist. Das heißt, wenn man aus irgendeinem Grund, was man eigentlich nicht machen sollte, die Kiste mal im bestromten Zustand aufmacht, könnte man sich da einen Schlag einfangen und wollen wir nicht. Ich habe also mal in meiner Kiste geschaut, ihr habt es vielleicht auch schon in anderen Videos, ohne dass ich es großartig erwähnt hätte, gesehen und habe dieses Netzteil hier aufgestellt. Gute China-Ware kommt, wenn mich nicht alles täuscht, tatsächlich aus einem Mehlbacke-Paket von Philipp, was für sich genommen irgendwie lustig ironisch ist. Hat 5 Volt bei 1300 mA, was mehr als genug ist für die Schaltung inklusive dem ESP-Chip. Und ich habe schon mal an diesem Ende hier so einen PSK-Stecker, ne? Reichelt PSK, wisst ihr ja, und wie sind die anderen da? CSD-Elektronik haben die auch dran gemacht. Und jetzt habe ich am anderen Ende noch diesen Netzstecker hier. Den werden wir jetzt los. Ich werde euch gleich zeigen, wie wir den loswerden. Und wenn wir den losgeworden sind und wenn wir das Netzteil ein bisschen modifiziert haben, haben wir das perfekte Netzteil für den Schlangenmaten am Start. Na gut, dann wollen wir mal. Dieses China-Netzteil hier hat den großen Vorteil, dass man es einfach aufschrauben kann. Das hat hier eine Schraube dran. Die jubeln wir mal raus. Rausgejubelt. Und danach, na, kann man es aufmachen. Hat hier die Unterschale, hier die Oberschale. Und da ist das Gekröse drin. Ist ein ganz normales Schaltnetzteil, also wirklich nichts Unerwartetes. Ein kleiner Trafo. Ein bisschen Eingangsfilterung hier mit so einem Kondensator X2 bar 0,1 Mikrofarad. Ist wirklich von vorne bis hinten alles genau das, was man erwarten würde. Ja, hat sogar einigermaßen vernünftige Sicherheitsabstände und so ein Zeug. Also ich glaube jetzt nicht, dass es direkt medizinischen Ansprüchen genügt, aber für das, was wir hier machen wollen, reicht's. Und was das besonders Schöne ist, das ist, dass hier, ich zeige mal näher dran, der Teil, wo die Steckkontakte dran sind, der ist sogar festgestaubt. Das heißt, auch bei dem, ne, da gehen wir einmal mit dem Schrauberling bei und dann sieht das Teil so aus. Und das ist natürlich fantastisch, weil da können wir einfach 2 lose Kabel rausführen, die wir innen festknoten. Da muss ich nämlich nur hier die ursprünglichen Stromkabel auslöten und da kommen vernünftige Kabel dran. Ja, muss ich mal schauen, hinten ist genug Platz. Ja, das mache ich mal eben, wa? Für diesen Task habe ich die fetteste Lötspitze rausgesucht, die ich habe, weil fette Lötspitze, fetter Hitzentransfer. Und als erstes gebe ich hier in den China-Schwund-Lötzinn-Kram hier so ein bisschen vom guten Kester dran, damit es vernünftig schmilzt. Und das ist immer das Problem mit dem China-Lötzinn. Das ist irgendwie so ein komisches, bleifreies Zeug, das da nicht vernünftig raus will. Und dann einfach mit ein bisschen Entlötlitze. Saug, 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 saug. Mal das Gröbste hier entfernen. Und den Rest ziehen wir einfach raus. Zuppel. Ist raus. So sieht das jetzt aus. Da sind einfach 2 Löcher, wo mal die Kabel waren. Und ja, schön, es ist sogar mit Leiter und neutral auf der Oberseite beschriftet. Ja, ich meine, klar, das ist alles symmetrisch bei uns und das kriege ich eh nicht so hin, wie man es haben will, aber ich kann zumindest meine Kabelfarben richtig machen. Ich suche mal schnell ein Kabel raus. Für den Anschluss habe ich, ja, weil es gerade da war, hier so schöne 1,5 Quadratmillimeter Kupferlitzen. Das sind richtig dicke Dinger für die Netzspannung. Ich werde wahrscheinlich unten in dem Schlangomatenkasten drin
auch nochmal so eine Reihe mit Vago-Klemmen anbringen. Und deswegen brauche ich keine sehr langen Kabel. Also so lang wird auf jeden Fall vom Netzteil bis zu diesen Klemmen reichen, egal wo ich sie anbringe. Und der eigentliche Kabelbaum wird dann länger. Aber hier kann ich jetzt erstmal schön mit relativ kurzem machen. Übrigens hier, ne, geiles Tool, wollte ich mal so sagen, ist immer ein Amazon Store auch drin. So. Hoffe, die passen da durch. Wenn nicht, müsste ich mich auf die Jagd nach anderen Litzen machen. Hätte ich aber notfalls auch zur Hand. Aber ich glaube, die sollten gehen. Ja. Gut, dann fangen wir erstmal an mit dem Neutralleiter. Das ist der blaue. Der kommt hier rein. Und ansonsten, wenn alle Stricke reißen, wir haben immer noch den Dremel. Ne, das hilft nicht. Das müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes ein wenig aufbohren. Dann hole ich mal einen Dremel dran. Vorsichtigen Schätzungen zufolge ist ein 1,6 mm Loch genau das, was wir suchen. Also. Schauen wir mal, ob es passt. Ne, das ist immer noch nicht richtig, also 2 mm. 1,8 habe ich leider nicht da. Das sieht gut aus. Und das sollte nun wirklich... Ja, das ist wunderbar. Wenn das Ding hier da durch will, will es durch. Ich werde sicherheitshalber auf der Rückseite noch ein bisschen vom Lötstaub abschraben. Das wird sonst ein bisschen eng. Zum Abschaben nehme ich immer sehr gerne ein ganz normales Skalpell. Der fernöstliche Lötstoff, mit dem wir es hier zu tun haben, ist offen gestanden genauso ätzend wie das Lötzinn, mit dem das hier gemacht ist. Ah, na gut. Das heißt nicht, dass wir es nicht irgendwie abkriegen. Passt. Ja. Numero uno, neutral, kommt da rein, wo N drauf steht, und wird einmal richtig durchgezwirbelt. Ja. Und dann kommt da richtig Lötzinn dran. Lötkolben ist auf recht satten 350 Grad, aber das ist bei so dicken Kabeln und bleifreiem Industrielot, das da drunter ist, gar keine so schlechte Idee. So, der erste ist sehr befriedigend dran. Das kürzen wir mal fachmännisch. Ja. Dann kommt der zweite. So, hier ist er. Geiles Detail, ich habe schon wieder vergessen, meinen Lötbrauchabzug anzumachen. Ich meine, da habe ich so ein blödes Ding schon, aber ich benutze es nie, weil ich immer vergesse, dass ich es habe. Ja. Also, ich zeige das mal.
die Lötstellen sind unverkennbar hier. Also das ist auch so nah dran, da hätte ich jetzt nicht noch Schrumpfschlauch gebraucht. Normalerweise hätte ich da noch ein bisschen Schrumpfschlauch dran gemacht, aber ich glaube, in dem Fall ist es gut genug. Was ich jetzt aber auf jeden Fall noch mache, ist nochmal kurz mit meinem Multimeter durchpiepen, ob es tatsächlich Kontakt hat. Weil ich meine, gerade wenn man da an der Platine so ein bisschen rumbohrt, wäre es ja theoretisch denkbar, dass ich irgendwie die Leiterbahn erwischt habe oder irgendwas in der Richtung. Und wenn da ein erhöhter Widerstand wäre oder sowas, dann könnte das unangenehme Folgen haben. Es könnte ja besonders heiß werden. Also schauen wir erstmal, ob ich einen Kurzschluss fabriziert habe. Das ist nicht der Fall. Da haben wir noch Kontakt. Hier geht es auch noch zur Sicherung. Sicherung geht danach hier hin. Sicherung ist auch noch gut. Wunderbar. Und jetzt schauen wir noch mal kurz nach dem Widerstand. Der Widerstand von hier zum nächstgelegenen Pin. Ja, es sind 0,06 Ohm. Und von hier zu dem Pin, na komm. Auch 0,06 Ohm. Das ist hervorragend. Das bedeutet so viel wie, ich habe hier keinen Übergangswiderstand, der irgendwie total brutal hoch wäre. Das hätte ja sein können, dass ich zwar noch einen Piep kriege, aber dass ich irgendwie, was weiß ich, schon 1,5 Ohm oder so habe, dann würde das an der Stelle ganz schön heiß werden, sobald man es anmacht. Und das wollen wir natürlich nicht. Jetzt bleibt nur noch eins, nämlich den Kram wieder zusammenzustecken. Das ist erfreulich einfach. Ja. Ja. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Nein, natürlich würde ich nie Gewalt brauchen bei sowas. Schließlich wollen wir ja nicht, dass irgendwas betriebsunsicher wird. Jawohl, ja. Weil darüber müssen wir uns hier im Klaren sein, Leute. Wenn man mit irgendwelchen Sachen bastelt, wo mal Netzspannung drankommt, dann ist das Ziel, das man sich vor Augen hält, nicht, dass es halbwegs so irgendwie vor sich hin muckelt, was sonst bei mir eigentlich immer gut genug ist. Eigentlich ist es schon ein totales Erfolgserlebnis, wenn irgendwas nicht sofort abbrennt. Aber nein, bei diesem Zeug hier ist es total wichtig, dass man sich immer sagt, ich will es so gut haben, dass es der Elektrikermeister auch nicht besser gemacht hätte. Und an der Stelle ist es jetzt so, wir haben hier also wirklich einen sehr guten Berührungsschutz. Das ist besser als beim Open-Frame-Netzteil. Die Enden hier werde ich... wenn ich das finale Layout habe und weiß, wo sie hin müssen, dann kommen da AD-Endhülsen dran und dann kommen die Embargo-Klemmen. Dann ist das Ganze hier eigentlich eine ziemlich sichere Angelegenheit. Sicherheit geht in dem Fall vor. So, das war diesmal eine ziemlich minimalistische Folge. Ich sehe gerade, meine neue Leuchte ist im Bild. Tolles Teil. War eine ziemlich minimalistische Folge. Nicht so viel gemacht, Netzteil modifiziert. Dafür kriegt er aber nicht allzu nahe Zukunft, allzu ferner Zukunft, ach in irgendeiner Zukunft, mal wieder einen Elektroschrott, wo richtig was passiert. Und das wird sein, wenn der Schlangomat final zusammengebaut wird. Weil ich habe jetzt doch Bock auf Schlangomat. Ich weiß, ich hatte irgendwas mit Vago-Klemmen angekündigt, aber jetzt nicht so viel Bock drauf. Ich mache nächstes Mal wieder Schlangomat. Schauen wir mal, wann ich Böcke drauf habe. Und bis dahin, liebe Kinder, denkt dran. Alkohol ist keine Lösung, ist ein Lösungsmittel und schmeckt lecker. Und ansonsten, Tschüssing.